Weißt du eigentlich, was Seifenblasen und Keksausstecher gemeinsam haben? Richtig, man kann mit ihnen Kunstwerke gestalten. Hallo, mein Name ist Cornelia und ich war jetzt 20 Jahre lang Grafikdesignerin. Seit Ende 2022 bin ich aber jetzt Vollzeit als Künstlerin und Kursleiterin tätig. Und beim Unterrichten liebe ich es, Alltagsmaterialien zu verwenden, weil die sind auf der einen Seite günstig und leicht zugänglich, aber sie helfen dir auch total dabei zu experimentieren und kreative Lösungen zu finden. In diesem Kurs zeige ich dir eine spannende Technik, mit der du tolle Grußkarten, Affirmationskarten oder Wandkunstwerke erstellen kannst. Das Arbeiten mit Seifenblasen ist spielerisch und entspannend. Das Augenmerk liegt dabei auf dem Prozess. Du wirst lockerer und lernst mit kleinen Hoppalas umzugehen. Die Grundlagen dieser Technik habe ich schon einmal in einem Kurs gezeigt. Aber dieses Mal gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir den Seifenblasen Begrenzungen geben. Nachdem wir Handspülmittel, Farbe und Wasser gemischt haben, probieren wir zunächst verschiedene Möglichkeiten, um die Seifenblasen auf das Papier zu bringen. Dann verwenden wir die Keksausstecher, um der Textur eine Form zu geben und runden die Bildgestaltung mit zusätzlichen Spritzern und Flecken ab. Zu guter Letzt fügen wir noch ein inspirierendes Zitat oder einen Glückwunsch mit einer Bildübertragungstechnik hinzu. Am Ende des Kurses hast du eine fertige Karte, die du einrahmen oder als Grußkarte versenden kannst. Du könntest deine Karten auch digitalisieren und Teile davon für andere Designs wie zum Beispiel Muster nutzen. Was ich an dieser Technik so liebe, ist, dass sie leicht zugänglich ist. Ich habe die besten Ergebnisse mit flüssigen Aquarellfarben und Fotopapier erzielt. Aber ich zeige dir auch Beispiele von anderen Farben und Papieren. Dieser Kurs ist ideal für Anfänger und alle, die sich für Mischtechniken, also Mixed Media, interessieren. Worauf wartest du also noch? Lass uns loslegen! Ich freue mich darauf, dich im Kurs zu sehen.